Die Regionalliga West. Alle Spiele nur bei Sporttotal. Die Highlights werden präsentiert von Schau ins Land Reisen. Rödinghausen in Weiß, Aachen in Gelb und Schwarz. Beginnt genau jetzt. Da sind manche Sportautos, die dem schon hinterher gucken müssen, wenn der mal wirklich richtig antritt. So, das ist die Riesenmöglichkeit. Eros Dakai. Munterer Beginn hier von Rödinghausen. Weber, oh ja, der darf ihm nicht durchrutschen. Szczepanik! Ober. Union kommt raus, hüpft runter durch! Und der Ausflug bleibt ohne Folgen. Weber. Oh, der nächste Torwartpatzer, der nächste Große! Und dann ist der nicht drin, Anton Heinz. Wie viele Großchancen will man heute eigentlich vergeben? Die allgemeine Antwort, ja. Also, beide Torhüter heute mit Wacklern noch und nöcher und dann, ja gut. Braucht man sich nicht drüber unterhalten. Weber schon mit dem zweiten Riesenfehler. Der muss halt sitzen. Das muss gar nicht weiter kommentiert werden. Die Aktion ist eine 100-prozentige und alles andere als ein Tor ist 6 minus mit 0 Punkten. Ball so durch die Mitte, das ist absolute Kardinalsünde. Kriegt Safi den! Ja, kriegt er, aber nicht aufs Tor. Ramin Safi. Der Ball vorher, das ist ein absolut verbotenes Ding, den so durchs Zentrum zu spielen. Und dann bleibt es dabei. Rödinghausen kriegt den Ball halt wirklich einfach nicht nur rein, sondern überhaupt gar nicht erst so richtig aufs Tor gedrückt. Im Durchgang 1 eine Aktion vorgelegt oder eingeleitet, aber ansonsten heute auch nicht mit dem super glücklichsten Spiel. Kein Abseits. Safi. Und das ist bei Ritsch. Und dann ist er drin. Gegen den Ex-Club. Beißt der Dino zu. Der Dino bei Ritsch. Ein bisschen Glück ist dabei und auch die Tatsache, dass Jon da wirklich nicht gut aussieht. Schauen wir nochmal. Der rutscht durch. Ja, und den muss er haben. Auch wenn da viel Traffic, viel Verkehr ist vom Tor. Den darf Jon niemals so reinflutschen lassen. Das Tor geht zu einem großen Prozentsatz auf seine Kappe. Auch abgefälscht von Engelmann. Dann ist die Frage, wem schreibst du das gut? Im Stadion machen sie das mit Simon Engelmann, der damit dann jetzt seinen zweiten Treffer seit seiner Rückkehr erzielt hat. Maliuka. Und wieder Weber, dem der Ball da aus der Hand fliegt. Ist das der Ausgleich? Nee. Schwermann sucht da Heinz, muss doch vielleicht selber schießen. Das ist das nächste Ding von Weber. Also was ist heute mit den Torhütern los? Da muss Schwermann direkt drauf pürgen. Nicht irgendwie noch probieren, Heinz zu suchen. So, selbes Prozedere. Anton Heinz, paar Schritte zurück. Tippel, tippel, tippel. Und dann ab die Fahrt. Anton Heinz! Viel Show um wenig Ertrag. Aber es ist einfach wirklich erstaunlich, sobald der den Freistoß auch nur irgendwo rund um den Strafraum bekommt, wie in jedem Stadion dieser Liga, es mucksmäuschen still wird und alle die Luft anhalten. Wie wichtig wäre jetzt vielleicht Wilms, Safi, Safi,
Jon diesmal der Sieger. Engelmann im zweiten. Engelmann! Rödinghausen verballert eine Chance nach der anderen. Muss hier schon mindestens 2, 3 Treffer erzielen. Ja, und das dann stark von Jonen, der da zweimal zur Stelle ist und beim zweiten dann gut sich groß macht und das Engelmann so schwer wie möglich den mit Präzision gegen Tor zu bringen. Mr. Schießen schlägt ihn nochmal rüber. Engelmann im 1 gegen 1. Und dann ist er nicht drin. Jetzt ist er drin. Nee. Vorne ist oben abseits. Sie kriegen es nicht hin. Es ist unglaublich. Die sind allergisch aufs Tore schießen, wenn Aachen nicht mithilft. Da nochmal dran vorbeizugehen. Warum schließt er nicht einfach ab? Das ist dann der Haken zu viel und der Gedanke zu viel bei Engelmann. Hat ja direkt neben sich Hanratz. Union noch so gerade die Hand drauf. Hui. Stolperstein momentan wird nicht nur gestolpert, sondern auch knallhart hingefallen. Und Julian Schwermann kriegt noch glatt rot und top. Mit offener Sohle und Backhaus dreht sich um und fragt sich ja, was ist das denn? Haben wir die Szene nochmal? Vielleicht kriegen wir dann nochmal eine Wiederholung. Ich habe in dem Moment gerade einmal kurz unten hingeschaut. Paljuka. Aachen kann last minute. Wir können das. Aber so nicht. Rumpf. Eckball. Flottmann außer sich. Wieder eine späte, zumindest mal Punktrettung dann in diesem Fall der Alemannia. Ja, ja! Ja, ja, ja! Es ist unfassbar, wie häufig die spät treffen. Kilian Paljuka. Und das ist dann irgendwo schon fast selbstverständlich, wenn Rödinghausen ein... ...irgendwie auf den Schädel kriegt. Rödinghausen, Riesendiskussion, haben da niemals einen Eckball vorher gesehen. Wenn die das jetzt noch komplett drehen, dann... Kannst du Heiner Backhaus wahrscheinlich bis nach Aachen durchsprinten lassen. Dann gibt's glatt rot jetzt noch on top. Und gelb für Fair, Eros Dakai schleicht vom Platz. Was ist das denn jetzt für eine Schlussphase? Ja, da gibt's einen Platzverweis. Ja, das ist nichts. Das ist nicht mehr die finale Aktion im großen Aachener Wendeakt. Aber immerhin ein Punkt. Immerhin die Tabellenführung bei 3 Punkten Abstand gelassen. 2 sind sie eingeschmolzen. Aber der Punkt, der ist so schmeichelhaft, so glücklich. Wie funktioniert denn das Ganze hier nochmal? Ach, meine Güte. Also, hier hast du eine Playlist. Da unten gibt's ein ganz tolles neues Video von uns und da können uns die Leute abonnieren. Ah, danke, Lennart. War ja gar nicht so schwer. Ja,